Hallo, guten Abend. Ich hoffe, Sie hören mich alle wunderbar. Vielleicht mal kurz ein Zeichen geben oder kurz nicken, dann sehe ich das in der Runde. Ja, wunderbar. Ganz lieben Dank. Vielleicht noch kurz vorab. Ich sehe, dass einige der Teilnehmer ihr Mikrofon, warum auch immer, nicht ausgestellt haben. Eigentlich sollte das vorab eingestellt sein. Bei denjenigen, bei denen das so ist, bitte schalten Sie Ihre Mikros aus. Das erleichtert so ein bisschen die Tonqualität in so einem Zoom-Meeting. Ja, ganz herzlich willkommen zu unserem heutigen digitalen Talk. Mein Name ist Marie-Louise Heske und ich begrüße Sie im Namen des MKK zum digitalen Fototalk am heutigen Montagabend. Gleich vorab möchte ich mich für die großzügige Unterstützung der Sparkasse Ingolstadt-Eichstätt bedanken, ohne die dieses Format gar nicht möglich gewesen wäre. 2021 ist ja bei uns so ein bisschen das Fotojahr und die Fotografien haben Einzug in unsere Räumlichkeiten gehalten. Wir zeigen aktuell die Positionen Inge Dick und Susa Templin und das noch bis zum 5. Dezember. Also diejenigen, die noch keine Gelegenheit hatten, unser Museum und die Ausstellung zu besuchen, fühlen Sie sich herzlich eingeladen. Umrahmt werden die Ausstellungen von einem Begleitprogramm, das wir quasi mit den Workshops wieder für Kinder und Jugendliche anbieten werden. Das halte ich mal kurz so hin. Sie finden auch nähere Informationen auf unserer Webseite. Das richtet sich vor allen Dingen an Kinder und Jugendliche zwischen 10 und 18 Jahren. Ein weiterer Teil des Begleitprogramms stellt eben diese Fototalk-Reihe dar. 5 Termine, an denen wir ganz unterschiedliche Fragen der Fotografie nachgehen werden. Denn Foto kann ja sehr viel sein. Nahezu jeder hat unendliche viele Fotos auf dem Smartphone. Fotos begegnen uns in der Presse, aber auch in Kunstgalerien und in der Werbung. Und sie ist, oder die Fotografie ist eigentlich aus unserem Alltag gar nicht mehr wegzudenken. Deshalb wollen wir heute einmal den Blick aus dem Museum heraus erweitern und schauen, welche Themenfelder die Fotografie, also ein Medium, das eigentlich noch relativ jung ist, also kunsthistorisch zumindest gesehen betrachtet, weil es erst seit 1826 existiert, welche Themen sich quasi gerade uns so bieten. Unser heutiges Thema auf der Suche nach dem perfekten Bild setzt mit der Motivsuche ein. Und wir haben zwei ganz wunderbare Fotografen gewinnen können, die viel auf sich nehmen. So viel kann ich verraten, um ihre fotografischen Motive zu finden. Und ich freue mich sehr, dass Sie heute dabei sind. Ich begrüße ganz herzlich Esther Horvath und Dirk Kröll. Schön, dass ihr da seid. Esther ist Fotografin und Bildredakteurin am Alfred-Wegener-Institut, am Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung und vertritt heute zumindest im Rahmen des Talks eine Fotografie, die eher dokumentarischer Natur ist. Und Esther, ich freue mich wirklich, dass du es geschafft hast, trotz Umzug und all dem, was sich so stellt, dass du da bist. Aber starten möchte ich eigentlich mit unserem zweiten Gast, dem Fotografen Dirk Kröll. Er ist bekannt für seine narrative künstlerischen Fotografien, in denen er industrielle Transformation von Ost und West thematisiert und dabei das Ruhrgebiet festgehalten hat, aber auch Orte in der ehemaligen DDR eingefangen hat. Und schließlich führte ihn sein Weg oder führt ihn auch gerade seinen Weg bis nach China und in die Mongolei. Thematisch wird er uns heute seine Werkserie Plastic Army vorstellen. Eine 2019 vom Land NRW prämierte Fotografieserie, die die Plastikmüllproblematik thematisiert. Und ich finde, sie ist unheimlich poetisch und trotz aller Kernprobleme, die sie letztendlich thematisiert. Herzlich willkommen, lieber Dirk. Gerade für dich ist ja LiveView als digitales Format ganz praktisch, denn dein Weg führt dich ja letztendlich, oder du bist gerade in der Mongolei, es müsste jetzt so circa 0 Uhr bei dir sein. Und da ist natürlich jetzt die Frage, bist du wieder auf der Suche? Ah ja, du zeigst uns die Uhr, den Beweis. Ehrlich. Genau. Ist natürlich für uns jetzt wieder die Frage, bist du auf der Suche nach dem perfekten Bild? Hat dich das wieder in die Mongolei getrieben? Ja, ich hoffe, ihr hört mich. Hört ihr Ja. mich? Sehr gut. Ja, ich bin in der Mongolei eigentlich, ja, natürlich nach der Suche immer nach der perfekten Serie oder dem Ausbau meiner Serie, aber ich bin in der Mongolei eigentlich wegen einem Stipendium. Zurzeit gibt es ja viele Stipendien, aber dieses ist älter und ich muss es endlich mal einlösen. Es ist schon 4 Jahre alt und es ist von der VG Bild Kunst und es geht um den Kohleabbau in der Mongolei.
Und es sieht ganz gut aus, dass wir in einige Minen reinkommen. Und das ist eine Fortsetzung, also eine Serie, die so mein ganzes fotografisches Leben geht, weil ich mich immer mit Kohleproduktion beschäftige, vom Ruhrgebiet angefangen, mit dem Abbau der Kokerei in Kaiserstuhl bis hin nach China, dem Aufbau da und die Kohleregion in Shaanxi. Und jetzt bin ich halt in der Mongolei gelandet. Aber witzigerweise waren wir heute, das ist der zweite Tag, ich bin noch ein bisschen im Jetlag, waren wir heute auf dem Markt, um einzukaufen, weil die Reise irgendwie in die Provinz Gobi geht, wo das größte Abbaugebiet ist. Und dieser Markt, der war irgendwie ein riesen Recyclinghof für Plastik aller Art aus China, Korea oder wo es sonst herkam. Und dann habe ich mir gedacht, wenn du schon mal hier bist, dann hast du halt hier auch noch ein Motiv irgendwie, baust es ein. Und dann haben wir halt einen Stand leer gekauft mit irgendwie 300 Kämmen in allen Farben aus Plastik und Besen und Spülbürsten. 250 Stück für sehr kleines Geld. Immerhin irgendwie, das Plastikzeug hat ja immer eine Halbwertszeit von einem Monat, dann wird es zum Müll. Und die Problematik ist ja hoffentlich allseits bekannt. Und naja, so sind wir jetzt beim Thema Plastikmüll und Plastik, mein Thema Plastik Army. Und ja, wenn ihr wollt, erzähle ich kurz was dazu. Sehr, sehr gerne. Du kannst auch immer gerne Fragen stellen. Also angefangen hat es 2017. Und zwar ist es nicht so ganz auf meinen Mist gewachsen, die Grundidee, sondern ein Freund von mir, ein Marketingleiter, wollte ein Key Visual, ein Claim haben für die Kampagne der Essen als kulturgrüne Hauptstadt Europas. Und wir wollten ein Plakat dafür machen. Und ich lebte damals zeitweise auf Mallorca bei meiner Ex-Freundin. Und dann haben wir irgendwie überlegt, dass wir irgendwas am Strand mit Plastiktüten, am besten auch noch aus dem Ruhrgebiet und ein bisschen auf Mallorca gemischt basteln und die stellen wir irgendwie an den Strand. Und so ist das Ganze losgegangen. Und ja, ich kann, so, möchtet ihr ein paar Bilder sehen? Ja, sofort? Unbedingt. Das ist wie mein Konterfeit. Ich mache jetzt hier Bildschirmfreigabe und hoffe, seht ihr was? Noch nicht, aber meistens kommt... Ah, dann warte mal, nochmal Bildschirm freigeben. Stopp, so. Ja, wunderbar. Jetzt? Ja, sehr gut. Also so fing das Ganze an. Die Idee dann, meine Fotografie ist immer relativ narrativ, also immer erzählend, vielleicht noch eine zweite, dritte Ebene hinter den Bildern finden, auch ich habe sehr, sehr 30 Jahre lang im Journalismus gearbeitet, für alle großen Magazine und klein gearbeitet, wie Geo, Stern, FAZ und selbst auch Wirtschaftsmagazine. Und habe dann für die Corporate auch ein paar Kalender gemacht. Und immer ging es eigentlich so darum, in einem Bild eine Geschichte zu erzählen und ein bisschen mehrere Ebenen dahinter zu verstecken. Und diese Geschichte ist jetzt eigentlich so ein Höhepunkt, weil da inszeniere ich im Gegensatz zu den sonst gefundenen Sachen meine Geschichten eigentlich selber. Und hier geht es eigentlich darum, dass eine imaginäre Armee die Welt angreift, erobert, Besitz ergreift und letztendlich sich mit den Natur oder mit den Pflanzen verwebt oder transformiert. Und im Endeffekt, der Starter war also dieses Motiv und danach ging das dann weiter. Also ich zeige jetzt einfach mal ein paar Bilder. Geht jetzt nicht. Ah, jetzt geht's. Ich hoffe, ihr seht die alle komplett. Ja. Ich will ja jetzt auch gar nicht mal so viel dazu erzählen. Jeder hat dann andere Eindrücke. Toll ist auch, die Bilder sind halt sehr, sehr überästhetisch, fast kindlich naiv dargestellt. Mhm. Sollen sie auch sein. Und mir ging es irgendwie darum, so eine Geschichte zu erzählen nach dem Motto, also eine Armee, Plastikarmee irgendwie macht eine Invasion und erobert das Land und nicht mehr und nicht weniger. Also, was das jetzt immer für mich bedeutet und was das für andere bedeutet, sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Irgendwie, ich kann immer nur, wenn das einen interessiert, sagen, was ich dabei gedacht habe. Ne? Also das hier zum Beispiel käme jetzt nach der Landung dieser imaginären Flotte, kommen hier die Soldaten an Land. Ja, Kinder sehen da immer Pinguine, die ins Wasser gehen oder öfters verschiedene Sachen. Das ist ja auch ganz toll. Und verteilen sich dann im Land.
die Thematik oder die Grundplastikform ist immer Haushaltsgegenstände, die jeder kennt eigentlich, ne? Kaum technische Sachen. Das sind die Deckel. Also jedes Bild hat eine andere Thematik, eine andere Plastikthematik und eigentlich aber auch ein bisschen eine andere Sprache. So. Hier ist das sehr märchenhaft dargestellt. Das Bild kann man später nochmal erzählen, irgendwie über die Machart, dass das etwas schwierig war. Tag-Nacht-Geschichten. Der Bach hatte Wasser, hatte kein Wasser. Der Bach war voll mit Gehölzern und Ästen, Zweigen, Baumstämmen, die dann rausgeholt wurden. Also im Endeffekt ist das Bild schon so ein bisschen in meinem Kopf und dann wird es halt zurecht gebastelt dahin, wie ich es gerne hätte. Und dann gab es einen Austausch, der mir ermöglicht hat, 3, 4 oder 5 Motive auf Island irgendwie zu realisieren und zu visualisieren. 2019 war das. Das gehört jetzt nicht dazu. Das ist bei mir in der Nachbarschaft. Ich wohne am Niederrhein. Dann gibt es irgendwie diese Wasserlinsen. Das hat so ein bisschen was von Loch Ness, finde ich. Das ist in Bayern. Genau, das, so sollte es auch sein. Also das ist, da treffen sich jetzt mal unsere Vorstellungen. Oder das sollte so ein bisschen Loch Ness sein. Ne? Das ist eigentlich, das geht schon eigentlich in eine Richtung, die schon sehr politisch eigentlich ist, weil es auch mit Flüchtlingen zu tun hat, diesen Flipflops. Aber im Prinzip hat es eigentlich die Hauptthematik erstmal Plastik. Im Prinzip sind das auch die Kontinente Nord- und Südamerika, die dargestellt sind, was kein Mensch erkennen kann. Aber es ist ja immer ganz schön, sowas dann da im Hintergrund mit erzählen zu können. Und jedes Bild hat halt eine ganz eigene Geschichte, ist teilweise länger, teilweise kürzer geplant. Dieses Bild ist sehr, sehr lange geplant gewesen, war immer in meinem Kopf und es hat ewig gedauert, bis ich einen See hatte, wo ich legal dieses Motiv realisieren konnte und visualisieren konnte, weil es ist schon sehr, man kann da nicht einfach mal eben Flaschen ins Wasser schmeißen und fotografieren, sondern es bedarf einer Ruhe von dem Wasser, es muss eine Lichtstimmung muss stimmen, das Zeug muss dahin gekarrt werden, die müssen alle mit Steine und Erde gefüllt werden, damit die dann genau schwimmen und nicht auf dem Wasser liegen oder untergehen. Ja, untergegangen sind auch ein paar, aber die haben wir wieder rausgeholt. Also es bedarf schon immer ziemlich viel Vorbereitung, mal mehr, mal weniger für die Motive. Und da hatte Wo ist das ja. Motiv aufgenommen? Das Motiv ist bei Garmisch aufgenommen, der Eibsee. Der war früher von den Nazis vereinnahmt und wurde dann an die Familie Riebler zurückgegeben. Und ich habe ewig Seen gesucht in Österreich, in Deutschland, ich weiß nicht, ich wollte immer die Alpen haben. Und immer hieß es Naturschutzbehörde, Landschaftsbehörde, ich weiß nicht, wer alles da irgendwie zu sagen hatte, bis die Genehmigung drin war. Es war überhaupt ein aussichtsloses Unterfangen. Und dann hatte ich mir schon überlegt, so einen kleinen Gletschersee in den Alpen, einfach hin in eine Berghütte mit 3 Leuten. Bis dann irgendwie dieser See zutage kam und ich gemerkt habe, der ist ja privat. Dann habe ich sie angeschrieben und die waren Feuer und Flamme. Die haben ein Hotel da und das war früher relativ idyllisch, aber mittlerweile ist das überrannt von Instagram-Followern, wie das so oft mittlerweile so ist, von irgendeiner Ecke ein Foto gemacht hat und irgendwie alle Scharen da kommen da hin und wollen das gleiche Bild machen oder es nachmachen. Und die haben jetzt ganz viele Tagestouristen, die sehr viel Müll liegen lassen leider und waren dieser Plastikproblematik absolut befasst und fanden das total toll, das Projekt. Und konnten wir dann halt da auch 3, 4 Tage wohnen, deren Boote mieten und Mountainbikes haben wir umsonst bekommen und konnten das Ganze realisieren. Also das sieht jetzt so ein bisschen locker aus, aber es war schon immer ziemlich viel Aufwand. Ne? Und Grundgedanke bei dem Bild war immer mein Enten- oder Schwarm quasi, der übers Wasser zieht. Ne? Das ist auf Island entstanden. Das sind, ich weiß nicht, ob ihr das wissen wollt, wie es so ein bisschen entstanden ist. Also in 2 verschiedene Motive eigentlich. Es ist das gleiche Motiv, aber in 2 verschiedenen Wochen. Einmal bei der Location-Suche, wo der Himmel so dramatisch war und einmal in so einem Zeitfenster, wo mal 2 Tage Sonne war oder 3 auf Island in den ganzen 4, 5 Wochen. Und da geht es halt mehr so. Und diesmal ist das Thema
immer Plastikbesteck, ne? Messer, Gabeln. Und für mich war immer so, ich wollte so Kohorten bilden, so römische. Irgendwie hatte ich sowas im Kopf. Ich mache jetzt mal so Heeresformationen. Das ist natürlich dann auch auf Island. Das war dann auch gar nicht geplant, das war Zufall irgendwie. Die Sachen wurden dann auch auf Island besorgt, weil irgendwie ein Teil der Plastiksachen wie die Strohhalme und so hatte ich auf Island mitgenommen, weil ich dachte, es ist eine sehr, sehr grüne Insel mit viel Landschaft, ja, mit viel Ökobewusstsein. Dem war aber leider überhaupt nicht so. Und Gott sei Dank gab es an der Residenz, wo ich gewohnt habe, irgendwie so eine Art Metro-Gastronomiebedarf, wo ich dann immer hin bin und das Plastikzeug gekauft habe. Ich habe mich natürlich auch immer gewundert, was ich da mache. Und für mich sind das da so es gibt diese Schlammlöcher, diese heißen Schlammlöcher, die so blubbern. Und für mich kommen dann so in so Wellenform so Bubbles daraus, ne, aus diesem unsäglichen Verpackungsmaterial, was 40% unseres Plastikmülls ausmacht. Ja, und das ist dann auch nochmal Island mitten im Land. Eine unheimlich schöne Ecke, da war ich ein paar Mal die Location gucken, bis ich das mit einem Helfer realisieren konnte. War natürlich auch sehr abenteuerlich, weil das Zeug dann immer wieder abgerutscht ist, in so Geröll, wenn man einen Fehltritt hatte. Und erinnert mich so ein bisschen an den Marsch über die Alpen, so à la Hannibal oder irgendwie sowas habe ich immer im Kopf. Ne? So ein bisschen. Das ist dieses Jahr entstanden. Aus dem Bedürfnis heraus, mal was mit Kabelbindern zu machen. Und es gibt tatsächlich einen Bambuswald in Deutschland, in Freiburg. Und da haben wir das dann aufgebaut. Und die hatten Gott sei Dank eine Kunstaktion vorher mal am Laufen gehabt. Und der Wald ist jetzt gar nicht mehr begehbar, wie auch immer. Auf jeden Fall haben wir das Ganze dann irgendwie bis 5-6 Meter hoch, so hoch die Leiter ging, Hanebüchen befestigt. Und hatten nur eine Angst, wir müssen das ganze Zeug wieder abschneiden, wieder runterholen und dann irgendwie, dann sollte ja nichts am Boden liegen bleiben. Bis sich dann der Besitzer bereit erklärt hat, auf eine schlaue Idee hin, irgendwie das als Kunstwerk zu lassen. Das war natürlich klasse, dann konnten wir es irgendwie lassen. Und manchmal liegt das Gute auch ganz nah, das ist einfach das Nachbarfeld, wo ich wohne. Ein Maisfeld, wo ich schon immer dachte, Mann, das sieht so toll aus, das wollte ich schon immer was machen. Und dann wollte ich auch immer was mit Klammern machen und das sollte dann so ein bisschen wie Raupen vielleicht, Heuschrecken, irgendwas darstellen, die auf die Blätter kriechen, die Schmarotzen oder Parasiten sind. Und dies ist in der Eifel. Konnte ich mal was machen, was so unter der Erde passiert, weil da gibt es einen ganz tollen Wandersteig, gibt ganz viele tolle, aber der ist besonders klasse und da steht halt dieser Baum mit den freigelegten Wurzeln und den habe ich dann genutzt, um Netze, weil Netze ist ja ein Wahnsinnsthema auch für die Umweltverschmutzung im Meer, also unheimlich viel Fischernetze, die aus Plastik sind, die immer ins Meer geschmissen werden, konnte ich dieses Mal thematisieren. Und was ich noch gar nicht erzählt habe, die Geschichte halt unterteilt sich so in 3 Zyklen. Also ich nenne das Invasion, Okkupation und Transformation und das gehört halt irgendwie noch zur Invasion, zur Okkupation hinzu. Und jetzt kommen wir langsam in den Bereich der Transformation, also dass sich Landschaft, Wesen, Pflanzen angeeignet werden. Also das sind für mich jetzt so Triebe, die aus dem Boden kommen. Das Zeug habe ich auf der K-Messe in Düsseldorf gefunden, im Abfall. Bin ja am letzten Tag hin, dachte, es wäre der letzte, war aber schon der nachletzte. Also es war schon Abbau, aber die Container waren voll mit dem Zeug, was die Plastikfirmen dann da reingeschmissen haben, die ihre tollen Produkte zeigen. Gab es natürlich auch ganz viel Bioplastik, aber es ist eigentlich nur Greenwashing, weil Bioplastik macht vielleicht 2-3% aus der Plastikherstellung. Während in den nächsten 4-5 Jahren 4 neue Riesenfabriken in Amerika geplant sind und der Plastikproduktion um 40% gesteigert werden soll. Das muss man sich einfach mal vorstellen. War das für mich so bei uns im Nachbar, also an Holland, an der holländischen Grenze, hatte es gebrannt im Wald. Und bin ich mit dem Fahrrad hin und war alles abgesperrt, hat mir die Ecken angeguckt. Und dann war dadurch, dass abgesperrt war, hatte man ja auch seine Ruhe. Und dann habe ich mir gedacht, nimmst du die Rohre wie so kleine UFO
ach Quatsch, UFO sage ich schon, wie so kleine U-Boot-Periskope und nimmst sie so als Triebe, die aus dem Boden kommen, umrahmt noch so ein bisschen von diesem alten verbrannten Holz. Und wenn man mal guckt, ist im Hintergrund, treibt es ja wirklich tatsächlich schon grün. Also es ist so eine Allegorie an das, was dann auch passiert nach so einem Brand oder nach so einem dies ist wieder ein Bild, was ich so im Kopf von vorher hatte. Also manche Bilder finden sich einfach. Und manchmal habe ich irgendwie die Materialien im Kopf, die ich gerne mache und fange dann an zu überlegen, was könnte es denn damit machen und was passt denn? Und das Bild hatte ich eigentlich schon immer im Kopf, weil das erinnert mich so an so ein Märchen-Kinderbuch. Und die ganze Geschichte ist ja auch so ein wenig naiv, kindlich erzählt. Und ich wollte immer dieses Vollmondbild mit Hasen auf der Alm, mit Nadelhölzern, Nadelwald im Hintergrund. Und die muss natürlich eingeschweißt sein. Und das hatten wir dann auch in der Eifel realisiert. Zwar nicht da im Endeffekt, wo ich wollte, weil das ging da gar nicht, aber dann trotzdem eine tolle Stelle gefunden. Und im Endeffekt ist es jetzt, man sieht es hier sehr wahrscheinlich nicht so gut, das sind so Styropor-Chips, auch ein Riesenthema. Die sind ja mittlerweile in Deutschland hauptsächlich aus Papier, glaube ich, gemacht, Pappe, so Celluloid-Sachen, natürliche Sachen und nicht mehr aus Polyethylen, ist verboten, glaube ich. Und das ist ein Steinbruch bei mir in der Nähe, so ein Verbundsteinbruch, wo man mit Tunneln durchkommt und wo es dann tatsächlich auch mal geschneit hat und wo wir dann die Styroporflocken vom Himmel haben regnen lassen. Eine unfassbare Sauerei übrigens, das wieder einzusammeln. Und so richtig genehmigt war das Ganze natürlich auch nicht, weil es super schwer ist. Also musste man immer über den Zaun tagelang noch rüber nachts und das wieder einsammeln, ne? Das ist so ein bisschen High-Key-Bild, was sich auch erst in der Größe erschließt. Manche Bilder kommen erst in der Größe. Hier werden so wie im Maiglöckchen Krokusse, das erste, was so nach dem Schnee durch den Firn schießt an Lebewesen, an Pflanzen, an Gewächsen, sind hier die Q-Tips, ja, die Wattestäbchen, die absolute Pest übrigens an Stränden. Ja, das ist einer der meistgefundensten Plastikgegenstände, wenn man die Strände, den Sand siebt und guckt, was da alles drin ist. Man soll es kaum glauben, wozu das Zeug irgendwie so massenhaft benutzt wird. Und das ist noch ein Island-Bild, eigentlich so mit eins, warum ich überhaupt das da machen wollte. Ich wollte immer irgendwas in Eis. Eis brauchte ich mal. Und es gibt halt eine ganz berühmte Stelle in Island, wo die Gletscher kalben und über Ebbe und Flut die Brocken angeschwemmt werden. Das ist nur so dermaßen überlaufen von Europäern an Asiaten besonders. Das kann man nur nachts machen. Und dann gibt es auch nur ein ganz kleines Zeitfenster, wo zwischen Ebbe und Flut, wo die dann überhaupt landen. Ich habe mir dann überall zusammengepickt und hingestellt, natürlich irgendwo beleuchtet, damit das irgendwie glänzt. Und dann mit meiner Gehilfin, dem Akkubohrern, das Zeug, der dann die Strohhalme reingebohrt, so ein bisschen igelmäßig. Ja, könnte ja auch ein Seehund vielleicht sein, irgendwie ist irgendwie nichts Konkretes. Ja, das war jetzt so mal die Serie. Es gibt noch ein paar andere, die in der Produktion sind. Irgendwann ist ja auch mal Schluss. Aber irgendwie ist es ja dann, wenn man gerade hier in der Mongolei ist, denkt man sich, ach, jetzt machst du doch noch was. Ich freue mich sehr, dass da deine Kreativität kein Ende kennt. Aber vielleicht kannst du uns noch mal vielleicht zwei, drei Bilder aus dem Making-of zeigen. Ah ja, gerne. Ich dachte, das noch mal zum Schluss. Genau. Du hast ja schon ein bisschen erzählt, dass ihr auch immer die Sachen einsammelt, bis auf im Bambuswald jetzt. Das ist natürlich wahrscheinlich auch eine sehr mühevolle Arbeit. Und ich finde es schon sehr beeindruckend, wie viel Vorarbeit du leistest und wie viel Manpower so ein einzelnes Bild am Ende braucht. Oder wie viele Tage der Vorbereitung auch. Vielleicht nehmen wir mal das Bild mit dem Bach, weil das fand ich ganz, ganz toll. Sag mal ganz kurz schon. Also so sieht das eigentlich aus. Ne? Dann haben wir auch drei Strände da genommen. Und die sind immer umgekippt, bis man den richtigen hatte, wo die Stäbe sitzen. Ich möchte dazu noch sagen, dass man vielleicht, dass das gewollt ist, dass die Installationscharakter erkennbar ist. Ne? Also dass die
Flaschen entstehen sind oder dass die Tüten aufgehangen sind. Die sollen nicht frei schweben oder so und mit Photoshop so idealisiert werden, dass man nichts mehr erkennt, sondern ich möchte diesen Installationscharakter zum Teil wenigstens erkennbar halten. Jetzt von ein paar Bildern. So sah zum Beispiel der Bach aus. Das ist ein lustiges Beispiel, der Bach, weil der war, wie gesagt, total zu mit Gehölz. Dann floss überhaupt kein Wasser, obwohl es in der Schneifel war, wo es eigentlich, denke ich mal, immer regnet oder schneit, aber nein. Hat er ja mal 3 Tage gar kein Wasser gehabt, außer ein paar Pfützen. Aber aus diesem ganzen Konglomerat, Pfütze, tags, nachts, über 4 Tage immer die Kamera am gleichen Ort stehen gehabt und immer mal wieder was anderes gemacht, ist dann hinterher das Bild entstanden. Während das bei den Schwämmen hier relativ easy war, da wurden nur die Schwämme ein paar umgefärbt, weil das passte schon so zu den Algen, die da waren. Da war so ein Algenteppich-Thema, war das für mich. Ne? Und da konnte ich natürlich nicht die ganze Schlange da reinbauen, sondern wurden die immer wieder an verschiedenen Punkten verankert, reingesetzt. Und Gott sei Dank schließen sich diese Wasserlinsen auch immer sofort wieder, wenn du mit den Gummistiefeln da aus dem Bach raus bist. Das war das mit den Flaschen. Können wir jetzt mal schneller machen. Die mussten alle gesteckt werden, ne, weil da ein Wahnsinnswind ist. An dem Tag war Gott sei Dank nicht so viel. Na, die Bambel, also die war natürlich schon eine Action. Haben wir noch ein bisschen mit der Nebelmaschine gearbeitet im Maisfeld. Leider gab es nur einen Teil der Rohre auf der Kunststoffmesse. Den Rest musste ich dann dazu holen und ansprühen. Und die Chips, die waren natürlich in freier Natur auch nicht so haarscharf, dass man sie erkennen konnte. Eher verwaschen. Und obwohl auch angeblitzt, hatten sie dann so eine andere Patina. Die haben wir dann im Studio nochmal nachfotografiert und eingebaut ein paar. Das ist eigentlich auch witzig, weil es gibt einen Tag, das war in der Nähe auch in Essen gewesen, lustigerweise, auf dem Golfplatz. Es gab nur einen Tag, wo das so war, wie es ist. Ne? Also es war einmal zugeschneit. Und dann gab es einmal dieses Tauwetter und am nächsten Tag war alles weg. Ja, also es war genau der Tag, wo dieser Firncharakter, wo was raussprießt, vielleicht aus den ersten grünen Inseln überhaupt zugegen war. Ne? Ja, das ist halt nachts auf Island. Ja, das ist ein bisschen Making-of. Ja. Ganz zum Schluss zeige ich noch 3 Bilder, was wir damit jetzt auch öfters machen, weil man muss ja irgendwie auch dann manchmal überleben in seinen Kunstprojekten und nicht mit Butter- und Brotjobs. Und ich mache so ein bisschen soziokulturelle Geschichten mit Kindern. Wir haben jetzt ein großes Projekt gemacht in Düsseldorf in Corona-Zeiten und werden nächstes Jahr noch an verschiedene Institutionen das machen. Die sind auch gefördert, die Projekte, wo die Kinder Plastik sammeln und dann werden Figuren gebaut, die leben den Plastik auf Figuren, wird geklebt, gebastelt und gemacht, machen dann Pappschilder und eine kleine Demo. Die werden dann meistens an prominenter Stelle sollen die aufgehangen werden. Hier war es der Stadtwerkepark an einer sehr stark befahrenen Straße. Und die hängen dann so lang, ja, wie es geht halt, 2, 3, 4 Wochen. Und wir wollen das jetzt nächstes Jahr am Landtag machen, in so einer großen Aktion. Und ich würde auch gerne mal einen Karnevalswagen damit gestalten. Das ist natürlich mein großer Traum als Düsseldorfer, ist ja klar. Musste mal einen Karnevalswagen haben. Ja, das war's dazu. Ja, vielen Dank. Also ich finde es total faszinierend, also welche Range diese Serie bekommt und wie viel Zeit du da auch reinsteckst und welches Timing dafür auch notwendig ist. Ich glaube, Esther, du kannst das wahrscheinlich auch ein bisschen nachfühlen. Gerade in der Dokumentationsfotografie, der Naturfotografie ist ja Zeit und Zufall, dass das manchmal zusammenkommt, echt wichtig. Vielleicht stelle ich noch ganz kurz oder 2 Worte zu Esther. Du hast von 2019 bis 2020 als Wissenschaftsfotografin die Mosaik-Expedition begleitet. Davon wirst du uns sicherlich gleich mehr erzählen. Dazu ist ein ganz wunderbarer Bildband entstanden. Expedition Arktis, die größte Forschungsreise aller Zeiten. Und ich habe gedacht, bevor ich es mir angeschaut habe, das ist schon hochgegriffen, aber
ich muss wirklich sagen, ich bin schwer beeindruckt von dem Mut, den alle aufgebracht haben und von den auch den starken Nerven. Ich glaube, ich hätte das nicht mal eine Woche durchgestanden, dorthin zu fahren und das zu erleben. Und dieser Bildband ist wirklich wunderschön geworden. Man bekommt wirklich einen starken Eindruck von dem, was Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler leisten. Ich finde, auch die begleitenden Texte sind sehr aufschlussreich und das ist wirklich ein Buch, was ich sehr empfehlen kann an dieser Stelle. Und du hast natürlich dann auch 2020 völlig zu Recht, wie ich finde, den World Press Photo Award in der Kategorie Umwelt bekommen. Und jetzt frage ich mich natürlich auch ein bisschen, wie kommt man denn so auf die Idee, sein kuscheliges Zuhause zu verlassen, um sich dann monatelang im Eis einpacken zu lassen? Vielleicht kannst du uns ein bisschen was davon erzählen. Ja, also das war schon ein Traum für mich eigentlich als Kind, obwohl, also ich bin in Ungarn geboren, noch damals hinter den eisernen Vorhang und als Kind, ich hatte schon ein bisschen Erlebnis, aber durch nur Fernsehen von den Polarregionen. Und es gab ein wissenschaftliches Magazin im Fernsehen jede Woche. Und das hat mit einer Intro angefangen, wo gezeigt wurde wie Expedition-Teilnehmer, damals noch Teilnehmer, es waren keine Frauen da, also nur eine reine Männergruppe, wie sie im Sturm spazieren und das war so ein schwarz-weiß Film und das war sehr kalt ausgeschaut und sehr, sehr große Herausforderung und wie sie so marschiert und ich habe das jede Woche, ich habe diese wissenschaftliche Magazin jede Woche angeschaut, weil ich genau diesen Teil sehen wollte und aber damals als sechsjähriges Mädchen, also erstmal als Mädchen und zweitens in Ungarn zu leben, damals noch in den Eisernen Vorhang, also das war etwas Unmögliches. Aber ich habe trotzdem davon immer geträumt, diese Kälte zu erleben. Und als Kind, ich habe die Wärme nicht so gemocht. Also alles, was über 24 Grad ist, ist für mich warm. Und ich mag die Kälte sehr. Ich mag, wenn es minus 40 ist, weil dann spüre ich, ich lebe. Ich finde mich lebendig und das ist ein Gefühl, was man, ich weiß nicht, 0 Grad oder 10 Grad nicht hat. Aber man, bei minus 40, ja, da ist jede Minute zum Überleben. Ja, Wahnsinn. Dirk, wahrscheinlich kannst du das auch so ein bisschen nachfühlen. In der Mongolei sind es ja jetzt auch irgendwie gerade sehr frostige 0 Grad, glaube ich. Nee, minus 7. Minus 7, also ist auch schon deutlich kälter als hier. Aber Esther, kannst du uns vielleicht ein paar Bilder zeigen von deiner Expedition oder von deiner fotografischen Arbeit und vielleicht uns auch ein bisschen erklären, wie da die Vorbereitung bei so einer Fotografie aussieht? Ja, und ich möchte hier auch sagen, Dirk, es ist so schön, deine Arbeit zu sehen und das ist etwas, fasziniert mich, solche fotografische Arbeiten zu sehen, weil es ist so ein anderes Denken, wie ich fotografiere, weil du hast ein Konzept, du setzt das um und du machst das. Und bei dokumentarischer Fotografie, also was zum Beispiel hier bei Mosig ich gemacht habe, das ist, da, ich kann nichts erstellen, ich kann nichts ändern und ich hoffe nur, dass alles so passt, wie das ist und dass die Farben oder das Licht so passiert. Aber ich liebe solche Projekte anzuschauen, weil das bewegt ein Teil in meinem Gehirn, was ich sonst bei Fotografie nicht bewege. Ich teile mein... Ja, könnt ihr das gut sehen? Ja, yes, super. Ja. Und ich würde gern, also dadurch, was man hier sieht, ich habe da nichts eingestellt und das ist einfach rein dokumentarisch, also komplett umgekehrt, wie das bei Dirk ist. Ich würde gern die Geschichten zu dem Foto erzählen, also was da passierte und also eher so Hintergrundinformationen zu dem Bild. Aber bevor ich so anfange, ich würde sagen, also ich bin dokumentarische Fotografin, ich arbeite nur dokumentarisch und ich bin tief verliebt mit den Polarregionen und dabei am besten oder am tiefsten mit dem Polarnacht. In der Polarnacht, wo eigentlich Licht gar nicht existiert, was wir für Fotografie brauchen.
Und mit meiner Fotografie, ich folge Wissenschaftler, weil ich bin sehr darauf interessiert, wer sind die Wissenschaftler, die uns sehr wichtige Klimadaten liefern und wie leben die, wie arbeiten die in der lebensfeindlichsten Welt oder Umwelt auf diesem Planeten. Und das ist, was ich mit meiner Fotografie folge. Ich war bei Mosaik-Expedition 2019 und 20 und ich war 3,5 Monate lang dabei. Und davon 3 Monate lang waren wir in 24 Stunden lang Dunkelheit sehr nah zu dem Nordpol, während ich Mosaik fotografiert habe. Während dieser Expedition Polarstern, das einzige deutsche Eisbrecher, war im Meereis im Zentralarktischen Ozean eingefroren und driftete für ein ganzes Jahr lang, während Wissenschaftler Forschung ausgeübt haben. Und während Polarnacht, das einzige Licht, was wir hatten, ist von dem Schiff gekommen, das Spotlight von dem Schiff. Und von den Kopflampen von den Teilnehmern auf dem Eis und manchmal von dem Mondlicht. Ich habe versucht, auf dem Eis mit eigenes Licht zu arbeiten, aber das hat immer ungefähr 15 Sekunden lang gedauert, weil bei 15 Sekunden waren alle meine Lichtquellen immer tot und nur ganz spezielle Kopflampen haben funktioniert, was auch in dieser Kälte funktioniert, aber irgendwelche Studiolampen oder LED-Lampen, das haben gar nicht ausgehalten. Also so war ich immer, habe ich immer alles so fotografiert, dass ich immer so gesucht habe, ich habe mich immer so positioniert, dass ich das Licht gut nutzen kann, was dort gegeben war. Und dieses Dunkelheit hat mich extrem fasziniert und das war die absolut die schönste, was ich jemals gesehen habe. Und ich war mit Wissenschaftlern jeden Tag auf dem Meereis, in jedem Wetter. Und wir hatten auch oft minus 55 Celsius mit Windschirr-Temperaturen. Und dann bei minus 55 Grad ganz einfache Aufgaben, wie zum Beispiel Batterie tauschen, ist so schmerzhaft, aber trotzdem, das war der Platz, wo ich sein wollte, schon seit ich Kind war. Bevor ich auf Mosaik gereist bin, ich war bei sehr vielen Expeditionen in der Arktis und auch in Antarktis, aber alle waren in 24 Stunden Helligkeit. Und ich habe gewusst, dass Mosaik wird ganz was anderes sein, weil unsere Zeit auf dem Meereis wird in 24 Stunden lang kompletten Dunkelheit. Und wir werden mehrere Wochen lang entfernt sein von jeder Hilfe, von jeder Zivilisation. Und deswegen müssten wir für das ganze Expedition mit sehr vielen Trainings vorbereiten und für sehr viele Szenarios, zum Beispiel wie Feuer an Bord. Und ich habe jedes Training als Expeditionsteilnehmerin gemacht und auch als Fotografin. Und jedes Training habe ich zweimal gemacht. Und ich muss auch sagen, die als Fotografin Trainings zu machen, war viel, viel komplizierter, weil ich musste das Training noch einmal machen, aber mit der kompletten Fotoausrüstung noch zusätzlich. Und das bin ich, nachdem ich das Feuerlöschtraining fotografiert habe. Ich hatte 30 Kilogramm Ausrüstung, so Feuerlöschausrüstung. Und ich habe in 120 Celsius Feuercontainer fotografiert. Und jede Gruppe ist in dieser Container für 10 Minuten reingekommen. Und ich bin da 2 Stunden lang geblieben und das durchfotografiert. Und wir hatten Feuerlöschtraining für Tagen lang. Und für mich endete viele Tage einfach mit Tränen in Augen. Ich war so erledigt. Ich glaube, ich war nie so müde in meinem Leben. Das war schon diese Hitze auszuhalten, stundenlang. Okay. Wir hatten auch ein sehr wichtiges Thema, das Eisbärsicherheit. Und wir haben auch Eisbärsicherheitstraining gemacht. Wir haben gelernt, wie man mit Waffe umgeht und auch mit Signalpistolen. Und ich muss auch sagen, wie ich bei diesem Training war und ich habe diese 2 Kunststücke da gesehen. Das Einzige, was ich denken könnte, oh mein Gott, ich würde gerne diese 2 Eisbären so nach Hause nehmen, weil die waren für mich so 2 wunderschöne Zeichnungen, die Kunststücke. Aber diese Training, was wir gemacht haben, waren auch sehr wichtig, weil die haben uns vorbereitet, was tatsächlich auch gekommen ist, wie
hier für mich, die waren wie Neil Armstrong und Buzz Aldrin, die bei Mondlandung nur halt mit Eisbären. Und diesem Foto habe ich World Press Photo Award in 2020 gewonnen. Und ja, hier kann man auch sehen, dass das war schon in der Polarnacht. Und die Unterschiede zwischen Licht und Nichtlicht und alles, was in Nichtlicht war, also in dieser schwarze Teil, war wirklich einfach schwarz und alles verschwunden wie ein schwarzes Loch. Also ich war 3 Monate lang in diesen Polarnacht auf dem Meereis und wie ich draußen gestanden bin, ich war jeden Tag draußen 6 bis 8 Stunden und wie ich draußen war, das hat sich gefühlt, wie auf einem anderen Planet zu sein, wie auf dem Mond zu stehen. Und weil der Meereis war grau im Licht von Polarstern, also von unserem Schiff. Und das Himmel war, weil es war immer bewölkt oder meistens bewölkt und das Himmel war immer schwarz wie das Universum. Und ich musste mich immer daran erinnern, wir stehen auf dem Meereis, welches sich bewegt. Mit 4200 Meter Ozean unter unseren Füßen. Und das war einfach oft ich hatte manchmal das Gefühl, ich träume und das ist nicht die Realität, das ist so entfernt von unserem Leben, was wir in unserem Leben hier leben, dass man sowas habe ich nicht etwas Ähnliches im Leben gesehen. Wir haben sehr viele Stürme erlebt. Der erste Sturm ist mit 100 Kilometer pro Stunde gekommen und das Meereis hat sich stark bewegt und es war sehr viel Schnee auch in Luft und wir konnten sehr wenig sehen. Und wie ich draußen war, wie ich fotografiert habe, eine Kollegin von einem Filmteam ist in Wasser gefahren. Es gab eine Öffnung, was er nicht gesehen hat und das Wind war so laut, das Ganze war 2 Meter hinter mir, wie das passierte, aber das Wind war so laut, ich habe gar nichts gehört. Und zum Glück, andere Personen waren auch auf dem Meereis und die haben ihm geholfen, dass er sofort aus dem Wasser rauskommen kann, weil das Wasser ist minus 1,8 Celsius, also man hält das nicht lange aus. Und das war auch der Grund, warum es sehr wichtig war, dass wir auf dem Meereis immer als Gruppe gearbeitet haben. Wenn wir draußen waren im Sturm, das ist, was die Realität war. So viel könnten wir sehen. Und ich hatte keine Kopflampe mit, weil ich könnte so nicht fotografieren, dass ich die Kopflampe anhabe, weil dann sonst hätte ich mein eigenes Bild gestört. Und ich habe immer das Licht von den anderen Personen verwendet, die das Kopf immer sehr viel bewegt haben. Aber oft war das, was ich nur gesehen habe. Manchmal könnte ich nur so viel sehen, wenn sie ein bisschen so meine Richtung geguckt haben. Und manchmal habe ich zu viel gesehen, wenn sie mit den Kopflampen in meine Augen geschaut haben. Und das war immer eine sehr große Herausforderung, so zu fotografieren. Ich erinnere mich, ein paar Fotos habe ich dann auch schön geschafft, wo die Personen richtig beleuchtet wurden. Und also ich hatte auch natürlich keinen Assistenten und ich könnte keinen Assistenten bei dieser Expedition mithaben. So konnte ich wirklich nur mit Licht arbeiten, was von den Kopflampen einfach gekommen sind. An diesem Tag, wo wir hier draußen waren, ich habe das erste Eisbrechen und Eisrücken, wie sich Eisrücken bilden, also wenn das Eis bricht und das geht so zusammen und geht nach hoch, das habe ich erlebt und das war so laut, als ob jemand einen Generator gestartet hätte und das habe ich tatsächlich gedacht, ich dachte, hat jemand einen Generator hier gestartet, aber das war einfach nicht, das war einfach das Eis, wie es gebrochen hat und das sich so zusammengedrückt hat. Und gleichzeitig das Meereis hat sich extrem unter den Füßen vibriert wie ein Erdbeben. Und mein erster Gedanke war, ich wollte einfach weglaufen. Aber dann in der gleichen Sekunde, ich komme drauf und ich erinnere mich daran, ich stehe auf Meereis. Ich kann nirgendwo weglaufen. Und wenn das passiert auf dem Meereis, wenn das bricht, das einzige sichere Sache ist, auf dem Meereis zu bleiben und schauen, was passiert. Wie wir zu wissenschaftlichen Stationen uns bewegt haben,
Und wie die Wissenschaftler da angekommen sind, wir haben Schlitten nutzen müssen, das zu vermeiden, was mit der Kameraperson passierte, dass er im Wasser gefahren ist. Also oft haben wir uns so bewegt, wir haben uns an den Schlitten angehalten und so die Schritte gemacht. Oder die Schlitten haben wir umgekippt und auf den Schlitten gegangen, wieder weitergebracht, umgekippt, einfach zu sicher sein, dass wir nicht im Wasser fahren. Arktis ist der Umwelt, welche sich am schnellsten sich ändert, wo die durchschnittliche Temperaturen 2 bis 3 Mal schneller wachsen, woanders auf dieser Erde. Und bei dieser Expedition erste Messungen wurden gemacht. Und deswegen war diese Expedition so wichtig, weil während Polarnacht wurden solche Messungen, wurde so eine Expedition noch nie gemacht. Und alle Messungen, was gesammelt wurde, zum Beispiel Meereis, also Meereiskorn, also Meereisbohrmessungen wurden gemacht, also Eis wurde genommen. Und hier haben Wissenschaftler das untersucht und untersuchen sie noch immer, weil sie wurden sehr viele Eis mitgenommen und so die Auswertung dauert noch. Aber die möchten das zum Beispiel verstehen, wie viel Methan, was in der Eis gespeichert ist, wie viel Methan steigt in der Atmosphäre und wie viel Methan sinkt in der Ozeane. Also das war zum Beispiel eine sehr wichtige Messung, was noch nie vorher gemacht wurde. Diese Messungen zu machen, also diese Eiskornmessungen zu machen, dazu braucht man sehr dünne Handschuhe. Und wie ich erwähnt habe, manchmal hatten wir wirklich minus 55 Grad mit Windschirrtemperaturen. Und das, also eine Eis mit so diese dünne Handschuhe zu halten, ist extrem schmerzhaft für die Wissenschaftler. Also für mich war das auch, wie ich meine Kamera gehalten habe, aber genauso schmerzhaft für denen. Und diese Plastik-Gummi-Handschuhe, das ist das, wie vor das andere, so, das Eis kann man nur so behandeln, dass nichts übertragen wird. Aber diese Handschuhe muss man irgendwie warm halten, wie man das halt in minus 55 geht, weil die frieren so schnell und die brechen sofort. Und da kann man gar nicht anziehen. Und das war auch, wie die Leute mit diesen Gummihandschuhen gearbeitet haben, nach einer kurzen Zeit, die haben gebrochen, weil es war einfach so, so kalt. Das war Remote Sensing Site, die haben Satellit-Technologie verwendet und das misst Schneedicke auf dem Eis. Schnee ist wie eine Decke, dass umso mehr Schnee auf dem Eis liegt, umso langsamer Eis wächst. Und diese Technologie wurde hier getestet und wird für zukünftige Satellitmissionen auch verbessern. Diese Station wurde mehrmals weggedriftet, weil wie wir im Sturm waren, es ist sehr oft passiert, dass das Eis gebrochen hat und Messstationen wurden weggedriftet und da müssten Wissenschaftler das immer wieder zurückholen oder wieder, je nachdem, wo das gedriftet ist, neu aufbauen. Messungen wurden von der Atmosphäre bis zu den tiefsten Ozean gemacht, also atmosphärische Messungen, Schnee, Eis, Ökosysteme, was lebt unter Meereis, was lebt in Eis. Und bis zum Meeresboden gemacht. Also dieses Gerät ist bis 4200 Meter Tiefe gefahren in der Wassersäule und hat Wasser von den tiefsten der Ozean hochgebracht. Vor dem Polarstern, das Meereis war fast ständig gebrochen mit offenes Wasser. Und ich habe eine Titelgeschichte für Geo gearbeitet und mein Redakteur Christian Gogolin fragte mich, und er sagte mir, für das Cover von Geo, sie möchten, dass ich Polarstern von vorne fotografiere. Und bevor der Expedition oder während der Expedition, ich habe auch nicht gewusst, das wird eine der schwierigsten Fotos zu sein. Ich könnte einfach da gar nicht ankommen. Das Wasser war immer ständig offen und könnte ich nicht überqueren. Und zum Schluss, die letzten Tage, wie wir auf dem Boot waren, also wo meine die Reise für mich geändert hat, das Meereis hat sich wieder zusammengefroren
aber dieses Gebiet war unerforscht. Wir haben nicht gewusst, wie dick, wie stabil das Meereis hier ist. Aber ich habe gewusst, ich muss dieses Foto machen, dass wir das Cover, dass wir das die Titel von Geo sein. Ich kann das nicht machen. Und ich könnte einer Kollegin überzeugen, dass sie mit mir kommt. Allein dürfte ich nicht rausgehen. Sie ist mit mir gekommen. Sie hat für mich Polarbär-Wache gemacht. Und ich bin mit zwei meiner Kameras vorne gegangen und ich habe mein Stativ dazu verwendet, dass sie das Meereis von mir immer so beobachtet oder erkundigt habe, wo wir sicher sind. Aber mit jedem einzelnen Schritt, ich habe gedacht, wir werden im Wasser fahren. Aber zum Glück ist es nicht passiert. Ich könnte das Foto machen und das ist tatsächlich das Cover-Foto geworden für Geo vorgestern, also wie wir zurückgekommen sind in 2020. Und wir sind trocken auf dem Schiff auch zurückgekehrt. Nach der Expedition, ich bin direkt nach Washington D.C. Geflogen und wie ich angekommen bin, wie ich auf die Straße gegangen bin, ich habe plötzlich gemerkt, dass, wow, ich muss hier nicht jeden einzelnen Schritt beobachten. Ich werde nicht im Wasser fahren. Und ich muss auch nicht ständig rundherum schauen wegen Eisbären, weil die sind nicht hier. Und ich habe bemerkt, wie stark ich 3,5 Monate lang in Stress war und immer bereit war, im Wasser zu fahren und immer bereit war, einem Eisbär zu begegnen. Es gibt keinen anderen Platz auf dieser Erde wie im Arktischen Ozean. Das ist ein Land ohne Erde. Das ist ein Land, welches nur aus Wasser besteht, aus gefrorenes Wasser. Und diesem Land mit das Leben auf dem Eis und unter dem Eis wird bleiben, wenn das Wasser bleibt gefroren. Wenn das Wasser schmilzt, wir werden ein komplettes Ökosystem verlieren und wir werden alle Konsequenzen auch spüren. Wenn ich an Mosaik denke, ich denke immer an diesem Foto. Es stellt in mir die Frage, wie weit können wir gehen, damit wir unser eigener Planet erkundigen und kennenlernen. Wir entdecken die Weltart, wir entdecken tiefste See und tiefste Meer und jetzt zum ersten Mal auch in Dunkelheit, in Polarnacht, im Arktischen Ozean, damit wir besser verstehen, damit wir die Änderungen von der Arktis und Arktischen Ozean besser verstehen und wissen, welche Änderungen auf unser Leben warten und auf den Planet warten. Dankeschön. Wow, danke Esther. Es ist wirklich beeindruckend, was du da auf dich genommen hast, was du erlebt hast und wie du es auch dokumentiert hast. Also ich finde, die Fotos zeigen eindrücklich eine Landschaft, in der man sich sonst niemals bewegen würde und die wahrscheinlich nur sehr, sehr wenige Menschen jemals zu Gesicht bekommen. Es sind natürlich, finde ich, auch spannend zu sehen, wie Equipment bei euch eine Rolle spielt, wie Vorbereitung eine Rolle spielt, ob es jetzt bei dir, Dirk, quasi das Zusammenpacken von Dingen ist, Einpacken von Dingen, um eine Fotografie erstellen zu können über mehrere Tage eventuell hinweg. Während bei dir, Esther, quasi ja auch ganz lebenswichtige Dinge ja eine Rolle spielen von den ganzen Anzügen. Ich habe auch gelesen, dass ihr sehr, sehr lange braucht, um allein diese Schutzanzüge anzuziehen, wie viel Vorbereitung da notwendig ist, wie viel Gedanken man sich machen muss, eben wie du gesagt hast, auch wegen der Eisbären. Das war mir vorher auch gar nicht so klar, dass das rund um die Uhr dort, sobald man sich auf dem quasi gefrorenem Land bewegt, gefährlich eine Gefahr darstellen kann. Mit Blick auf eure Arbeit glaube ich, dass Fotografie eine sehr bewusstseinsmachende Rolle spielen kann. Ich finde, ihr sensibilisiert stark für Themen, die aktuell wahrscheinlich wichtiger denn je sind. Die Umweltverschmutzung durch Plastik, durch diesen ganzen unsichtbaren, im Meer schwimmenden Kontinent aus ganz viel Plastikmüll, aus Wohlstandsmüll auf der einen
Seite, auf der anderen Seite das schwindende Eis, was du ja dann vielleicht auch an diesem Strand quasi mit deinen Stäbchen versehen hast. Ich finde, das zeigt nochmal in der ganzen Dramatik etwas, was man vielleicht gar nicht so vor Ort manchmal spürt. Aber dadurch, dass ihr die Welt bereist und sie seht und uns auch mit euren Fotos nachbringt, leistet ihr einen ganz wichtigen gesellschaftlichen Beitrag, nicht nur auf ästhetische Art und Weise. Und dafür möchte ich euch stellvertretend im Namen aller Zuschauer und auch meiner Kolleginnen und Kollegen vom MPK ganz herzlich danken. Ich hoffe, dass wir von euch beiden noch sehr, sehr viel sehen und hören werden, dass sich unsere Wege vielleicht auch wieder mal kreuzen. Und ich hoffe sehr, liebes Publikum, die Sie ja alle zu Hause zugeschaltet sind, dass es Ihnen auch einen tollen Einblick gegeben hat in die Arbeitsweise von Fotografen, dass es eben doch ein bisschen was anderes ist als diese Schnappschuss-Fotografie, die wir am Smartphone machen. Also davon sind wir alle wahrscheinlich sehr, sehr weit entfernt von dem, was ihr da Wunderbares leistet. Ich möchte jetzt an dieser Stelle eigentlich mich auch schon von Ihnen oder möchte Sie gerne verabschieden. Unser Zeitlimit ist auch schon fast aufgebraucht. Möchte Sie aber gerne noch auf die folgende Veranstaltung aufmerksam machen. Und zwar wird sich am 2. November um 18 Uhr, das ist ein Dienstag, Frau Dr. Rode mit Martin Liebscher und Andy Kassier unterhalten zum Thema geteilte Leidenschaft, das Foto in Zeiten von Social Media. Ich denke, das ist auch ein ganz wichtiges Thema, was alle beschäftigt, nicht nur im Sinne von Gebrauchsfotografie, sondern auch im Sinne von Selbstinszenierung, aber auch quasi von dem Unterschied zwischen diesen Bilderströmen und Bilderfluten, die wir auf Instagram sehen, und dem, was letztendlich Kunstfotografie oder Berufsfotografie als Profession ja doch auch unterscheidet. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken für Ihr Zuschauen und freue mich darauf, dass wir in den nächsten 4 Terminen immer wieder uns den weiten Facetten von der Fotografie widmen können. Lieber Dirk, liebe Esther, ganz, ganz, ganz herzlichen Dank, dass ihr euch bereit dazu erklärt habt, an diesem Talk teilzunehmen. Vielen Dank. Ja. Vielen Dank, es war sehr schön hier zu sein und ich habe sehr genossen, Dirk, deinen Vortrag und zu hören. Es war wunderschön. Esther, du warst großartig. Sehr großartig, was du machst. Ich kann das Gleiche sagen, danke. Ja, vielleicht vernetzt ihr euch einfach im Nachgang nochmal. Ja, sehr gerne. Auf jeden ganz Fall. Gut. Ich würde so viel interessieren, wie du da drauf gekommen bist und wie die Tage waren und ob es dir mal langweilig war und wie ihr untereinander klargekommen seid. Ganz, ganz viele Fragen natürlich. Ja, wir können einander schreiben. Gerne, wenn ich darf. Ja, gerne. Dann tausend Dank euch. Und ja, danke schön fürs Kommen und Interesse. Und einen schönen Abend. Einen schönen Abend. Tschüss. Abend. Ja, das ist gute Nacht. Ja, gute Nacht. Ciao. Tschüss. Ciao.